Katar, etwas mehr als ein Monat ist es jetzt her seit den sensationellen Erfolgen von Peking. Wie fühlt sich's an als Olympiasiegerin? Hat sich dein Leben grundlegend geändert oder ist es eigentlich genauso geblieben wie vorher? Ja, das ist so die klassische Frage, die ich momentan sehr oft gestellt bekomme. Ich muss eigentlich in dem Moment immer antworten, das fühlt sich genauso an wie vorher. Also natürlich ist es ein ganz tolles Gefühl und es ist mega krass, was wir da geschafft haben. Aber Gott sei Dank fühlt sich das Leben noch genauso an wie vorher. Darüber bin ich auch, um ehrlich zu sein, sehr froh. Und ich glaube auch, dass jetzt erst so richtig die Phase für mich losgeht, wo ich mal das Ganze ein bisschen verarbeiten kann und auch mal ein bisschen loslassen kann und mich freuen kann, weil es ging halt nach den Olympischen Spielen direkt weiter mit den Weltcups und da hieß es halt auch, Fokus nicht verlieren, weiter Spannung halten und da konnte man sich gar nicht so richtig plumpsen lassen. Deswegen, jetzt kommt so langsam die Phase, es kommt natürlich die deutsche Meisterschaft noch, aber danach soll es dann langsam mal, ja, so werden, dass ich ein bisschen anfangen kann, das zu genießen. Blickt man mal noch ein bisschen weiter zurück. Ich kann mich erinnern, im Herbst letzten Jahres nach der zentralen Leistungskontrolle, ja, hast du ein bisschen niedergeschlagen gewirkt. Vielleicht auch wegen der Ergebnisse dort, die nicht ganz das waren, was du dir vielleicht erhofft hattest. War es tatsächlich so, hast du da ein bisschen an dem Aufbau gezweifelt für Olympia und deiner Form? Im Großen und Ganzen gezweifelt daran habe ich nicht, weil wir haben halt dieses Jahr bewusst ein bisschen was um, dass ich halt zur ZLK nicht in Hochform bin. Das war halt das Jahr davor ziemlich krass. Da hatte ich halt eine brutale Form zu dem Zeitpunkt. Und das wollten wir dieses Jahr halt einfach vermeiden, weil letztes Jahr war halt dann zum Zeitpunkt der WM die Form halt ein bisschen weg. Und das wollten wir dieses Jahr vermeiden und haben halt deswegen bewusst das Training so gelegt, dass wir von vornherein in die ZLK reingehen und gesagt haben, wenn es nicht läuft, dann läuft es eigentlich nach Plan. Trotzdem ist es natürlich immer, man hat ja eigene Ansprüche und auch einen gewissen Ehrgeiz. Und wenn dann die Ergebnisse, auch wenn es geplant ist, nicht so kommen, wie man eigentlich den eigenen Anspruch hat, dann ist man natürlich niedergeschlagen. Aber normalerweise ist die ZLK halt auch gar nicht die Zeit, wo ich in Form bin. Das war das Jahr davor halt sehr extrem. Ansonsten ja, komme ich eigentlich erst richtig im Schwung, wo es eigentlich auch drauf ankommt. Und dazu kam, dass letztes Jahr bei mir auch noch was nebenbei herlief, was im Nachhinein dann erst rauskam. Das ist ein sehr privates Thema, aber was im Nachhinein auch erklärt hat, warum es im ganzen Sommer und Herbst eigentlich nicht so gut ging. Aber das wusste man halt erst später dann. Und das hat halt zu dem Zeitpunkt alles mit reingespielt, nur dass ich es noch nicht wusste. Das kam dann erst im Herbst so richtig raus. 2,5 Monate später standst du dann am Podest beim Weltcup in Ruka. Also alles richtig gemacht, oder? Ja, nee, deswegen gerade weil es halt so ein bisschen zäh lief den ganzen Sommer und Herbst, bin ich eigentlich wirklich nicht mit allzu hohen Erwartungen reingegangen in die erste Weltcup-Phase, weil das ja sonst eigentlich auch nicht so meine Phase war. Und das war natürlich mega geil, da gleich mal auf dem Podest zu stehen und die Quali in der Tasche zu haben. Es war ein sehr schöner Saisonauftakt. Machen wir wieder einen Sprung zu Olympia dann. Platz 15 im Skiathlon zum Auftakt. Viele haben da vom Durchputzer gesprochen. War das auch für dich so oder ja, hast du dir mehr erhofft da in dem Moment? Ein bisschen mehr erhofft habe ich mir auf jeden Fall, aber ansonsten sind wir eigentlich schon so reingegangen von der Planung her, dass ich diesen Wettkampf nehmen muss, wie er kommt. Also nicht optimal. Es war eigentlich genau wieder das gleiche wie bei der ZLK. Wir haben es vorher gesagt, stell dich drauf ein. Es kann sein, das wird jetzt nicht 100% so, wie das dir ausmalst, aber es war so geplant. Enttäuscht war ich nichtsdestotrotz. Sie hat mir natürlich mehr vorgenommen. Top-10-Platzierung hätte ich gerne gehabt. Aber im Nachhinein gesehen war der Skiathlon das wichtigste Rennen, was ich dort gemacht habe. Weil aus dem Skiathlon habe ich so viel mitgenommen, wie ich laufen darf oder wie ich nicht darf, wie ich die Rennen gestalten muss, wie ich mich fühlen muss beim Laufen, damit ich weiß, ich bin nicht zu schnell unterwegs oder gehe über diesen Punkt drüber, der auf dieser Höhe mit den Bedingungen so bestraft wurde. Das war wirklich extrem und ich glaube, das war enorm wichtig, dass ich den Wettkampf hatte und dass er auch so lief, wie er gelaufen ist, weil ich danach einfach eine sehr große Sicherheit hatte, wie ich dort die Rennen angehen muss. Und das hätte ich ohne diesen Patzer nicht gehabt. Platz 5, über 10 Kilometer, war das dann genau das, wo du dich einfach schon einstellen konntest dann drauf durch den Skiathlon? Ja, also da hat mir dieses Skiathlonrennen halt einfach wahnsinnig viel gebracht.
Wenn du auf Normalhöhe unterwegs bist, da kannst du halt während des Rennens schon mal wirklich richtig ans Maximum rangehen, weil du dich dann in der Abfahrt oder so wirklich wieder so weit erholst, dass es dir nicht den Zeiger verstellt. Das war halt aber dort oben in dieser Höhenlage und mit den Bedingungen extrem. Das hat man ja auch in den anderen Rennen gesehen, bei den Männern oder sonst wo. So viele, wie es da wirklich gekostet hat während dem Rennen, das war sehr unnormal und das war, denke ich, auch was Besonderes im Vergleich zu anderen Weltcuprennen. Und das ging mir ja im Skiathlon genauso und deswegen wusste ich einfach beim Fünfer, nachdem ich auch nochmal mit dem Axel ein bisschen gesprochen hatte, wie ich da ranzugehen habe und wie ich das Rennanteil mir einteilen muss. Und das hat mir wahnsinnig viel gebracht. Trotzdem einen Moment, ja, so ein bisschen getrauert über die verpasste Medaille, wenn es jetzt nicht so viele sind, oder wenn es doch ein paar Sekunden waren dahin bis zur Bronzemedaille. Nee, also das auf keinen Fall. Es war mein zweitbestes klassisch Einzelergebnis meiner Karriere. Und ich war sehr glücklich darüber, dass ich das an dem Tag bringen konnte und einfach am Podest schon mal geschnuppert habe, weil das Ziel, meine Einzelmedaille bei einem Großereignis zu machen, das steht ja nach wie vor. Und ich war danach ehrlich gesagt sehr glücklich und auch stolz auf mich, weil ich halt gemerkt habe, hier oder den Traum, den ich habe, der ist nicht unerreichbar, sondern der ist realistisch, wenn ich alles gebe und konsequent arbeite. Und deswegen hat mir das eigentlich sehr viel Mut gegeben und auch eine gewisse Portion Selbstbewusstsein für alles, was dann danach noch kam. Euer Teamchef, der Peter Schlickrieder, hat ja immer vom Teamgeist gesprochen, der da in Peking geherrscht hat oder bei den Olympischen Spielen. Was hat für dich persönlich diesen ganz besonderen Spirit ausgemacht? Vielleicht auch gerade im Hinblick auf die Staffel dann? Ja, also ich glaube, was wir halt diesmal in Peking deutlich besser gemacht haben als letztes Jahr bei der Heim-WM, war die gewisse Lockerheit, die halt immer nötig ist, um vielleicht auch Spitzenleistungen zu bringen. Wenn man sich den ganzen Tag verkopft oder gefühlt jahrelang auf diesen einen Tag hinarbeitet, kann es am Ende passieren, man verkrampft und ist nicht mehr locker genug, um eine Höchstleistung abzurufen. Und so war es ein bisschen bei der WM. Wir haben Lehren draus gezogen und waren jetzt einfach deutlich lockerer mit mehr Spaß unterwegs. Also das ist nicht nur dahergesagt, das war halt wirklich so. Wir standen ja auch schon in diversen Zeitungen jeden Abend 10 Minuten getanzt. Und ich glaube, das waren wirklich so die Kleinigkeiten, die es am Ende ausgemacht haben, weil ist natürlich nicht besonders viel los. Du bist entweder im Olympischen Dorf oder bist auf der Strecke. Mehr war ja sowieso nicht möglich. Und damit dir da nicht die Decke auf den Kopf fällt, haben wir halt wirklich jeden Tag, wie der Erik das geplant hatte, 10 vor 10 bis 10 Uhr abends getanzt. Und das war für mich auch immer so mein Tageshighlight, weil da habe ich mich voll drauf gefreut. Und das hat irgendwie auch ins Team dann so einen Groove reingebracht. Es war einfach cool. Und damit waren auch alle locker. Und ich denke, es war so dieses Quäntchen, was immer gefehlt hat, was diesmal halt da war. Du hast dann in der Staffel an Position 2 auf Platz 1 übergeben. War das so für dich auch persönlich wichtig, gegen all diese Größen, die da unterwegs waren, auf dieser Position da zu bestehen? Ja, also das schon, dass das immer gelingt, das ist halt nicht gesagt. Dafür muss natürlich auch eine gewisse Form vorhanden sein. Ich wusste aus dem Einzelrennen, dass die Form da ist, dass ich das bringen kann, aber am Ende ist es immer irgendwo auch eine Tagesform, ob das klappt oder nicht. Aber wir waren einfach ziemlich klar aufgestellt. Wir hatten jeder unseren Plan. Wir wussten auch alle, die zweite Runde ist die wichtige Runde und nicht die erste. Und so bin ich in das Rennen reingegangen und als ich dann gemerkt habe, ich habe noch ein paar Körner mehr als eine Brei war, war ich natürlich, habe ich gedacht, boah, krass, jetzt muss ich aber auch zusehen, dass ich noch eine Lücke reiße, damit Vicky halt auch diesen Plan wieder umsetzen kann und nicht losstechen muss, sondern sich ein bisschen schonen kann in der ersten Runde. Und war natürlich sehr stolz, auch auf die Kate und auf alle anderen, dass wir es so umsetzen konnten. Dann war sie da, die erträumte Olympiamedaille, aber Olympia noch lange nicht zu Ende. Wie seid ihr in den Teamsprint gegangen? Ja, gerade ja auch, weil ja noch einen Wechsel im Team gab dann kurzfristig. Ja, also im Nachhinein ist es halt einfach verrückt. Wenn es nur die Silbermedaille gewesen wäre, dann wäre ich ja schon überglücklich nach Hause gefahren, weil wir haben so lange darauf hingearbeitet, dass es endlich klappt und haben dann das Ding endlich in der Hand gehabt. Es wäre alles perfekt gewesen. Das Witzige ist, im Nachhinein merkt man jetzt erstmal, was da auch der Kopf ausmacht. Wir hatten die Medaille, der Druck war weg, wir waren überglücklich und alles, was danach noch war, war eigentlich Zugabe.
Und ich glaube, das hat dann auch noch mal eine ganze Menge ausgemacht. Wir haben uns vorbereitet, die Katie, Vicky und ich haben zusammen Auftakt gemacht. Also wie gesagt, Vicky hat alles so gemacht wie wir zwei, die war komplett parat. Und dann fiel an dem Morgen die Entscheidung, wo ich Hut ziehe vor der Kate, weil man muss in dem Moment auch erstmal so ehrlich zu sich sein und sagen, okay, 100% Leistung kann ich heute nicht abrufen. Und dann zurückstecken, das hat sie super gemacht. Und als mir dann der Erik gesagt hat, dass Vicky läuft, war ich eigentlich recht entspannt. Also ich war mit Sicherheit entspannter als Vicky. Ja, ich glaube, die stand dann schon mal kurz aufrecht im Bett, aber auch die hat sich dann wieder gefangen und ich wusste, sie hat sich vorbereitet, sie war wirklich heiß und ja, mich hat ehrlich gesagt gar nicht so gestört. Es wäre mit beiden super gewesen und wir hatten den Luxus, einen gleichwertigen Ersatz zu haben. Ich denke, das hat mich wenig berührt in dem Moment. Das war halt wirklich eine krasse Sicherheit auch da bei uns allen, weil ich glaube, es lag halt einfach daran, dass wir die Medaille schon gemacht haben. Und damit war es halt einfach kein Problem. Wenn man jetzt das Rennen im Nachgang so betrachtet, ja, wie du es auch bei der Staffel schon gesagt hast, hatte man den Eindruck, ihr habt jetzt einen ganz bestimmten Plan und den habt ihr einfach ja, zu 100% verfolgt. Wie hat der Plan ausgesehen im Teamsprint? Ja, also am Abend vorher in der Besprechung hat der Erik das eigentlich ziemlich auf den Punkt gebracht. Es ist ja oft so, dass im Teamsprint auf eins die etwas mehr ausdauerorientierte läuft und auf zwei die etwas schnellkräftigere. Bei Kate und mir, wir sind jetzt beide nicht die Sprintkanonen, haben halt einfach gesagt, ich gehe auf die eins, weil ich in der Distanz ja doch ein bisschen besser bin. Bei Vicky und mir war es dann schon genau richtig so, weil ich glaube, ich eher auf die Eins gehöre und Vicky hat halt einfach die Endschnelligkeit gerade im Schub ein bisschen mehr als ich. Und damit war die Aufgabenverteilung klar. Der Erik sagte, die Position 1 muss die Lücken zulaufen, die entstehen, weil Position 2 sich bis zum Ende ein bisschen, soweit es halt geht, schonen muss. Und so war eigentlich der Plan. Also ich musste Druck machen, Tempo machen und Vicky sollte sich so weit wie es geht zurücknehmen, um dann am Ende halt ein paar Körner mehr zu haben. Und dass es am Ende halt wirklich so aufgeht, hätte ich mir im Leben nicht erträumt, dass dann auch noch eine Goldmedaille dabei rausspringt. Das ist einfach nur verrückt, weil dass man dieses Glück als Sportler hat, so eine Medaille in der Hand halten zu dürfen, das passiert nur wenigen und wir sind wahnsinnig dankbar, dass das so aufgegangen ist. Und ja, ich kann es selber immer noch nicht so richtig fassen. Die Victoria Kall hat ja dann in den Interviews erzählt, dass sie dir gegenüber gesagt hat, angeblich auf der Zielgerade, da zerstöre ich sie. So selbstbewusst hat man die deutschen Langläufer schon lange nicht mehr erlebt. War das dann eben auch so ein gewisser Schlüssel zum Erfolg in dem Moment? Sie hat tatsächlich zu mir gesagt, das war in der Pause zwischen Halbfinale und Finale. Mit Sicherheit hat sie das eher scherzhaft gemeint, aber man sagt ja sowas nicht, wenn man nicht auch den Wille dazu hat. Also ein Quäntchen Wahrheit war mit Sicherheit dabei. Ja, es war einfach krass. Also als sie da wirklich zu dritt noch auf die Zielgerade sind, das war schon Hammer, weil die Medaille war ja zumindest halbwegs sicher. Aber wie sie dann da vorbeigeschoben hat, also das war ja noch nie gesehen. Also das war wirklich verrückt. Man hat es ja selber am Ziel gesehen, wie ich geguckt habe. Ich war fassungslos. Also das ist auch eins meiner Bilder, die da übrig bleiben von den Olympischen Spielen, wie du da fassungslos im Endeffekt auf die Wicke geschaut hast, wie das über die Ziellinie gelaufen ist. Was ist dir in dem Moment durch den Kopf gegangen? Das würden wir jetzt alle gerne wissen, glaube ich. Fassungslosigkeit, also so viel geht einem da durch den Kopf. Ich habe einfach geschrien wie sonst was. Und ich habe es ja mit meinen eigenen Augen gesehen, dass sie wirklich deutlich vor den anderen beiden war und habe einfach nur, ich kann jetzt nicht mal behaupten, dass es pure Freude oder Glück war. Das kam alles noch danach. Es war einfach fassungslos, weil es war einfach wie ein Märchen. Ich habe die ganze Zeit danach auch gesagt, ich bin im falschen Film. Ich konnte es gar nicht richtig glauben. Also, ja, es war einfach verrückt. Nun sind die Erfolge ja für die ganze deutsche Skilanglaufszene wichtig und gut. Was waren die schönsten Reaktionen oder Aktionen aus dem Langlauflager, die dich erreicht haben, die du mitbekommen hast? Ja, erstmal die Freude vor Ort war natürlich unbeschreiblich. Also da meine ich die Techniker, die Mädels, die Jungs, die am Rand standen, angefeuert haben, die Trainer, das war schon eine Freude und ein Glück, unglaublich. Also man hat auch einfach gemerkt, es haben sich alle so ehrlich mit einem gefreut und das hat mich sehr gerührt. Das war
richtig toll. Und das, was natürlich dann von zu Hause noch kam, aus dem Erzgebirge an Reaktionen, das war, ja, war sehr rührend. Und ich habe natürlich auch eine Weile gebraucht, um alles zu beantworten. Aber man hat schon gemerkt, dass es für viele so der Moment war von Olympia. Es haben ja auch so viele geschrieben, sie haben geweint oder waren völlig, sind völlig ausgeflippt vom Fernseher. Und das ist natürlich schon was, wenn man, oder schon was Schönes, wenn man merkt, dass der Sport oder das, was man da geschafft hat, andere Leute einfach auch berührt hat. Und das hat mich selber dann wiederum sehr berührt. Also ich kann das nur bestätigen, ich hatte am nächsten Tag Halsweh. Vom Schreien. Stimme mehr für mehrere Tage. Also. Ja, viel Zeit zum Durchschnaufen bleibt eigentlich nicht. Im nächsten Winter wartet schon die nächste Weltmeisterschaft in Planitzer. Welche Ziele bleiben für die Zukunft? Das ist auch eine Frage, die mir jetzt oft gestellt wird. Dazu muss ich sagen, ich hatte ja diesen Winter nie geplant, Olympiasiegerin zu werden. Das Ziel war natürlich hoch gesteckt, aber das Ziel hatte ich nicht, weil damit hat ja keiner geahnt oder damit hat keiner gerechnet. Meine Ziele und Anforderungen an mich selbst, die sind, haben sich nicht verändert. Die sind gleichbleibend hoch und da kommt natürlich jetzt wieder eine WM auf uns zu. Ich werde mir einfach vornehmen, genauso an die Sache ranzugehen wie jetzt bei Olympia, weil das hat am Ende gut funktioniert. Einfach mir vorzunehmen, dort in Form zu sein und dann zu schauen, ob ich abliefern kann oder nicht. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, ob das jetzt nächstes Jahr bei der WM ist oder irgendwann anders, eine Einzelmedaille in einem Distanzrennen, das ist schon noch mein großer Traum und der ist jetzt auch nicht weg, weil ich jetzt auf einmal Olympiasiegerin im Teamsprint bin. Dann wünschen wir jetzt erstmal gute Erholung in den nächsten, ja, 2, 3, 4 Wochen und dann eine gute Vorbereitung auf die neue Saison. Danke dir. Danke.